Bunte Züge, soweit das Auge reicht. Große und kleine private Eisenbahnunternehmen haben im Personennahverkehr bereits einen Anteil von fast 25% erreicht. Die Tendenz zeigt weiter auf Steigerung. Bei jedem Fahrplanwechsel kommen wieder welche dazu, aber keineswegs mit alten Fahrzeugen. In Bremen rollt dieser Zug über die Weser. Auf diese Farben setzt die Cantus Verkehrsgesellschaft. Lokbespannt mit Doppelstockwagen sind die Metronomzüge unterwegs. Siemens Eurorunner bespannen den Allgäu-Express. Im Güterverkehr sind es die bunten Lokomotiven, die sich deutlich vom DB Einheitsrot abheben. Im Güterverkehr haben private Eisenbahnunternehmen bereits einen Marktanteil von über 30% erreicht. Auch hier steigen die Zahlen stetig. Auch auf nicht elektrifizierten Strecken haben sie oft die Nase vorn. Dazu gehören auch solch starke Dieselloks wie die Voith Maxima. Aber auch Veteranen beteiligen sich am Wettbewerb. So ist die Firma Rail4U mit einer alten E94 unterwegs. Oder die Muldental-Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft mit einer E42. Blicken wir zurück. Seit der Bahnreform am 1. Januar 1994 sind die deutschen Schienenwege für private Eisenbahnunternehmen frei zugänglich. Zu den Pionieren zählt die Prignitzer Eisenbahn. Sie war 1996 mit der Strecke Putlitz-Pritzwalk als eine der ersten an den Start gegangen. Unterwegs sind moderne Schienenbusse von Stadler, als Baureihe 450 oder als Regio-Shuttle bezeichnet. Doch aller Anfang ist schwer. Begonnen hat es mit alten Uerdinger Schienenbussen der DB und von der Dürener Kreisbahn. Zusteigehalt in Plau am See. Heute gibt es hier zwischen Güstrow und Mayenburg keinen Personenverkehr mehr. Seit dem Jahr 2000 fahren nur noch Busse. Der Doppelstocktriebzug KISS ist zurzeit das modernste, was die Privaten zu bieten haben. Seit dem Fahrplanwechsel 2012/13 ist die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft mit den neuen Zügen unterwegs. Die ODEC hat auch einen Platz auf dem Siegertreppchen verdient. Denn sie betreibt ein Gesamtnetz mit 1450 Kilometern, verteilt auf 15 Linien.
Ebenfalls eine Erfolgsgeschichte ist die Metronom Verkehrsgesellschaft. Seit Ende 2003 sind die gelb-weiß-blauen Doppelstockwendezüge auf mehreren Strecken unterwegs. Und das mit Erfolg. Fahrgastzuwächse von bis zu 100% stellten sich ein. Zwischen Cuxhaven und Hamburg sind die Züge dieselbespannt. Die Loks gehören zur Bombardier-Trax-Familie und werden als Baureihe 246 bezeichnet. Auf die Baureihe 440 setzt die Nordwestbahn. Die elektrischen Triebzüge der Bauart Coradia Continental gibt es in verschiedenen Varianten. Die NWB fährt mit kurzen dreiteiligen Zügen. In die Baureihe 460 ist der Siemens DeSiro ML eingereiht. Mit 17 dreiteiligen Einheiten fährt die Mittelrheinbahn auf zwei Linien. Zusteigehalt in Boppard. Seit Mitte 2012 gibt es noch mehr Konkurrenz im Personenfernverkehr. Der Hamburg-Köln-Express, kurz HKX, ist dreimal täglich zwischen Hamburg und Köln unterwegs. Wagen und Lokomotiven sind von anderen Unternehmen angemietet. Zum Laufsteg für die Privaten sind die Rheinstrecken geworden. Alles, was Rang und Namen hat, ist hier unterwegs. Eine Railpool 186 bespannt einen Kesselwagenzug. Im Blockabstand folgt eine MRCE 189 von Siemens. Stark verbreitet sind die Siemens ES64, U2 und U4. Weit über 100 von ihnen sind in verschiedenen Varianten und Länderzulassungen bei vielen privaten Unternehmen unterwegs. Auch der Siemens Eurorunner ist eine begehrte Zugmaschine. In Weiß rollt er hier für die Firma PCT. Den Löwenanteil aber stellt die Trax-Familie von Bombardier. Neben den modernen Lokomotiven sind auch noch viele alte unterwegs. Aus dem Jahre 1968 stammt die Lok 20 der Firma WFL. Die V180 gehörte zum Werklokbestand des VEB Buna.
Beliebt unter den Alten sind die zuverlässigen V100 der ehemaligen Reichsbahn. Alte und neue Farben gehören zum Erscheinungsbild. In Blau kommen die Pressmaschinen daher. Auf diese Farben setzt die Havelländische Eisenbahn. Ebenfalls nostalgisch ist 142-110 der Erfurter Bahnservice. Seit Anfang 2012 werden ehemalige DB-Lokomotiven nun auch direkt an private Eisenbahnunternehmen verkauft. Gleich zwei alte 140er hat sich die Pressbahn gesichert. Im Frühjahr 2012 werden beide im Werk Dessau untersucht. Dabei erhalten sie auch die typische Presslackierung. 140-851 ist hier noch in der Demontage. Beide Lokomotiven sind heute regelmäßig vor Güterzügen in ganz Deutschland unterwegs.